Würdest du einen kleinen Vertrauenstest ablegen? Welchen denn? Du müsstest nur Simon umbringen. Ich könnte jetzt halt einen Unfall haben. Ich würde ihn außersehen von der Klippe runterstoßen und sagen, sorry, ich hab mich verklickt. Ich hab alles Excel hier! Das hat Excel gebaut. Das ist die ganze Scheiße! Du hast nach Excels Lebenswerk zerstört. Dafür musst du nochmal büßen. Ja, wir können doch nicht gegen die ganzen Server kämpfen, Alter! Balui, Klim, Dena, Riol, Early Boy, Excel, Gomme, Nordkollen, Spark, Unge, Sinus. Da ist Revi! Hä? Wo ist er? Da oben ist Revi! Schnell hoch! Meine lieben Freunde, willkommen zu Craft Attack 6. Damn, Bro! Habe ich Craft Attack vermisst, meine Freunde? Und damn, Bro! Habe ich diese Streams vermisst? God damn, meine Freunde! Craft Attack ist zurück! Auf YouTube und auf Twitch, meine Freunde. Craft Attack ist endlich wieder da. Und ich glaube, Leute, dass diese Staffel, dass diese gottverdammte Staffel, die wir dieses Mal fahren, einfach nur geisteskrank, unterhaltsam und gut werden wird. Und ich erkläre euch ganz kurz, warum. Wir haben ein unglaublich geiles Team dahinter. Spark und Early Boy kümmern sich richtig krank gut um die kompletten Server. Wir haben unglaublich viele Menschen im Projekt, Leute. 30 Leute bei Craft Attack oder 28, wenn ich mich nicht irre. So viele, wie es noch in ganz Craft Attack noch nie gegeben hat, tatsächlich. Ich mache mal hier mit Musik ein bisschen. So, Moment. Wir haben, meine Freunde, komplett kranke Terrains. Wir haben so unglaublich geile Sachen jetzt schon vor mit diesem Projekt. Also, meine Freunde, ich will's nicht callen. Aber seid auf jeden Fall gespannt auf diese Staffel Craft Attack. Hallo, Mo. Hallo, mein Sohn. Es gibt einiges, was wir heute machen. Es gibt einiges. Unter anderem gibt's eine Sache mit Simon zu klären. Der Eiserne Pakt ist bereit. Leute, ihr wisst, was wir heute machen müssen, ne? Ja. Bist du schon live? Ich bin schon live. Hey, ja, wir dürfen's, aber du hast nichts gesagt, ne? Nein, Bruder. Nein. Boah, Petrit, was ist mit deinem Mikrofon los? Dena ist auch hier, Digga. Junge, was hier abgeht, Alter. Digga, du weißt, wir sind eine Crew, Alter. Wir sind der gottverdammte Eiserne Pakt, weißt du? Und Simon und Dena haben Stadt Rot gegründet, ne? Wir sind die Kolonen. Digga, ganz ehrlich, Alter, ich weiß es auch nicht, Alter. Es ist absolut... Ja, Digga, die sind Hero-Film irgendwie, ich weiß nicht. Sind die 2019, Alter. Ich hab auch noch jemanden für den Eisernen Pakt. Basti will dazukommen. Ist der... Können wir dem vertrauen? Ja, komm, der muss eine Mutprobe machen, sagen wir ihm. Okay, der muss einen Anschlag machen. Ne? Ja, der muss, zum Beweis muss der von irgendjemandem den Kopf abschlagen. Okay. Was ist passiert? Wo willst du auch beim Eisernen Pakt mitmachen? Lass Basti Early Boy töten. Nee. Das ist die Mutprobe. Oh, Kevin. Was denn? Kevin, du weißt ganz genau. Du weißt, das ist eine gute Idee. Ich muss eine Sache kurz loswerden, Revina. Ja. Also ich habe mir heute deine Folge angeguckt, ne? Mhm. Und bevor Thomas hat einfach reingeschnitten, dass ich Pakt mit CK geschrieben habe, der Bastard. Ich hab's ja überall korrigiert auf jedem Schild. Und er hat einfach so gelassen, dieser Wichser. Er hat's mit safe mit Absicht gemacht, Alter, der Hund. Oh, der Dumme, Alter. Okay, ey, packt mit CK, Beste. Hör mal auf jetzt, bitte. Gut, dann hol mal Basti jetzt hoch. Wir haben schon mal... Basti? Ja, Basti? Wir hörten, du würdest dich gerne dem Eisernen Pakt anschließen. Ja. Ja, 30. Okay, tendenziell... Aber du musst die eiserne Prüfung bestehen dann. Tendenziell hätten wir natürlich Interesse an neuen Ankömmlingen, aber es gibt halt die ein oder andere eiserne Prüfung, die belegt werden müsste, Basti. Ja, pass auf, ich baue eine Creeper-Farm. Eine Creeper-Farm. Was haben wir davon? Okay? Das kannst du... Ja, das musst, ja, das ist auch ein Teil deiner das Prüfung. Das ist ein Teil der Prüfung, genau. Aber Basti, der Eiserne Pakt, heißt nicht umsonst Eiserne Pakt, es bedarf einer Prüfung, die mit Eisen stattfindet, okay? Die mit Eisen durchgezogen wird. Du musst durch geschmolzenes Eisen durchlaufen. Ja, oder halt ganz einfach, wir haben gestern leider Gottes einen unserer Brüder des Eisernen Paktes, Petrit, für eine kurze Zeit durch die Willkürlichkeit eines wahnsinnigen Server-Admins verloren. Genau. Wurde Petrit gebannt? Petrit wurde kurzzeitig von Early Boy zu Unrecht gebannt. Jetzt real, also der wurde wirklich gebannt. Für zwei Minuten. Und die Aufnahme, die muss mit einem Leben quasi bezahlt werden. Das ist quasi der Sold. Basti, du musst mit einer Eisenrüstung Early Boy zur Strecke bringen, denn er hat Petrit zu Unrecht gebannt und einen unserer Brüder des Eisernen Paktes einfach vom Server gelöscht. Genau, und damit beweist du, dass du für die Brüder vom Eisernen Pakt einstehst. Wenn und Treue zeigst. Tötest. Dann darfst du dich hier oben auch niederlassen und eines der Grundstücke beziehen. Also Early Boy zu würdest töten, das mache ich ja gerne. Ne? Okay, das wollte ich gerade von dir gehört haben. Kevin, wir haben da, glaube ich, jemanden ganz Gutes gefunden. Ja, okay. Siehst du? Mo, bist du denn eher dem Eisernen Pakt positiv gestimmt oder negativ? Ja, ich feiere euch. Ich bin Ultra von euch. Eiserner Pakt Ultra. Also das Ding ist, ich bin halt der Nachbar von Simon und so. Oh, also wenn man es so nimmt, kann ich ausspionieren. Okay, Mo, du bist kein Spion. Kein, okay? Ein paar Sekunden später. Mo, spionierst du? Ey, die petzen alle. Ey, unfassbar. Nein, macht er ja nicht. Ich dachte, wir wären Bros. Hey, schreibt ihr das zu mir? Ja. Was? Ey,
kommt jetzt mal hoch, wir müssen die Prüfung machen für Early Boy. So, ich lande hier auf dem Berg. Boah, Digga, ich fühle mich gerade echt wie so ein Goku, Alter. Lande jetzt. Warte. Digga, es sieht so aus wie so... Seid ihr da? Jetzt kommt! Chill. Los, hinterher! Ah, da kommt ein Phantom! Das ihn auch hauen will! Nein, das will ich nicht hauen! Petrin, ich soll ihn doch töten! Petrin, das muss... Basti muss es machen! Dann gib ihm den Gnadenstoß! Basti muss den Gnadenstoß geben! Basti, los! Basti! Ja! Für den eisernen Pakt. Ja. Gerichtsverfahren. Der ist im Discord mit Unge zusammen. Ja. Hey, Rio, warum, Petrit? Er hatte ein Steak gebraten mit Fisch. Oh mein Gott, Bruder. Wir haben Essen für einen Monat. Kevin, wir haben diese zwei unzurechenbaren Vollidioten bei uns. Er schreibt, low Pakt. Okay, Kevin, wir müssen neue Leute rekrutieren. Wir müssen jetzt den Clan von Simon. Okay, Riol ist auch direkt hier. Komm, ja, hab ich schon umgebracht. Oh, perfekt. Early Boy hat geschrieben, wer hat meine Sachen? Ja, Digga, Neufarm. Was für Sachen, Digga? Digga, was hier, Digga? Sie gründen eine Bruderschaft gegen euch, müssen uns keine Sorgen machen. Kalle und Petrit werden alle töten, weil die Essen brauchen immer. Ja. Also ich hab Hunger, Alter. Ja, ohne Spaß. Die wissen gar nicht, für welche Verhältnisse wir kommen, Alter. Zinus! Zinus, ja. Du bist jetzt dabei, Eisener Pakt. Zinus, möchte dem Eisernen Pakt beitreten? Was bringt mir das denn? Zinus, du hast die größte Macht des Servers. Wir teilen wirklich sämtliche Rohstoffe und alles friedlichst miteinander, Digga. Wirklich. Wir sind durch Zinus sogar eine Übermacht, Revi, gegenüber den anderen, ne? Ich muss noch gucken, was die Gegenpartei denn zu bieten hat. Nee, die kann nicht mit dir reden, das geht nicht. Woher wirst du denn Zinus, hast du Zinus, wir brauchen wirklich deine Unterstützung, ehrlich. Und guck mal, wie oft hatten wir früher eine gute Zeit gemeinsam in Minecraft? Überleg mal bitte. Ja, ehrlich. Ja, schon gut, aber waren wir nicht auf verschiedenen Seiten? Nee, jetzt bist du auf unserer. Neues Projekt. Ah ja, aber Das war ja auch auf meiner Seite, ja, das stimmt. Zinus, wirklich, ist für dich das Beste. Okay, Zuschauer, soll ich direkt beitreten oder noch die Gegenpartei anhören? Nichts Gegenpartei. Das Problem ist, dass wenn du jetzt halt anfängst zu verhandeln, ist das halt gegenüber uns wirklich eine ziemlich... Okay. Zinus, wir brauchen dich. Oh Mann. Klim. Ja. Wir brauchen deine Hilfe. Wieso habt ihr das denn getötet? Das denn war ein Versehen. Er ist wirklich Petrit, der Trottel hat einfach daneben geschlagen. Ich wollte essen, Digga, hat nach Fisch gerochen. Ich müsste. Nein, das denn war leider wirklich. Das denn war wirklich leider ein Casual, was nicht sein sollte. Aber Early Boy war schon gerechtfertigt. Klim. Ja, Early, Sinus, was war mit Early? Early Boy wurde getötet, weil er Petrit einfach gebannt hat vom Server. Genau. Und das geht nicht. Man auch nicht. Das geht deshalb. Klim. Ja, und auch Gomme, warte. Yo, Revi, was geht? Ich hab auch gerade schon... Schaut mal, Gomme. Was? Also, Gomme, wir sind gerade... Nein, Gomme. Hör mal zu. Wir müssen hier weg. Gomme. Leute, überlegt euch das gut, ne? Also, darf ich ganz kurz reden? Also, schaut mal. Der Eiserne Pakt ist tatsächlich eine von uns gegründete Bruderschaft oben auf dem Berge. Und wir haben uns zur Aufgabe gemacht, sämtliche... Ist da Kapitalismus auch eine Sache? Ganz genau das. Wir teilen sämtliche Sachen, wenn aber auch nur bedingt. Also, je nachdem, so viel wie jeder abgeben möchte. Nein, also, Gomme. Ich bin gerade überfordert, Revi. Sag doch mal, was ist denn hier los? Klim, Zinus und du sind drei von uns potenziell ausgewählte Kandidaten, die wir gerne bei uns willkommen heißen würden. Wir haben euch beobachtet und ihr passt einfach perfekt zu uns. Ins Profil meinst du? Muss ich die Bewerbung noch abgeben? Ich schreibe sowieso gerade Bewerbungen. So, weißt du? Ja, also ihr würdet wirklich perfekt eine Ergänzung für uns sein. Wir würden uns sehr freuen, euch in unseren Reihen zu begrüßen. Also mir wird geschrieben, nein, geht zu Unge und Dena. Nein. Es wird bei mir auch die ganze Zeit geschrieben. Ja, aber ey. Ihr müsstet euch schon bei Dustin entschuldigen, dann überlege ich es mir. Ja, entschuldige. Petrit! Petrit, entschuldige dich. Sorry. Fertig. Sozialarbeiter Kalle ist unterwegs. Aber wir schreiben Leute, du sollst Excel hochziehen. Currywurst haben wir auch, wir haben alles, Ehre, Alter, was ist los, Junge? Excel ist... Currywurst, Excel. Tolles Einzelgespräch. Hi. So, schau mal. Auch an dich jetzt die Frage. Erstmal, wie geht es dir? Also grundlegend, wenn man die Adipositas sich wegdenkt, dann sehr gut. Das freut mich. Danke, das freut mich. Ja, uns geht's auch sehr gut. Ich wollte nur mal generell abgeklopft haben, sag ich mal, bei dir. Gibt es bei dir politische Gesinnungen seitens Craft Attack oder bist du da völlig offen? Ja gut, ich sag mal so. Also ich würde mich ja gerne anschließen.
Ja, weil, Das Problem ist, also, versteh mich nicht falsch. Ihr habt keinen Platz für einen Noob, das verstehe ich. Nee, wir hätten so gerne nicht. jemanden, weil wir nehmen gerne jeden auf für uns Platz für jeden, aber ich weiß, dass du sehr gut mit Simon befreundet bist. Ja, oh, ja, das könnte ein Problem werden. Würdest du eventuell einen kleinen Vertrauenstest ablegen? Welchen denn? Ah, du müsstest nur Simon umbringen. Ich könnte jetzt halt einen Unfall haben. Ja, das klingt gut. So oder so wird Simon sterben, heute. Simon wird sterben, ja. Wie würdest du es denn machen? Ich weiß nicht, ich würd ihn aus Versehen von der Klippe runterstoßen und sagen, sorry, hab mich verklickt. Die Lachte, Alter, die hab ich echt vermisst. Ja, ich trau dir nicht. Ich bin ehrlich, ich weiß nicht, ob du nicht vielleicht zu eng verflochten mit Simon bist. Kann auch sein, dass du es mit ihnen dann absprichst und das dann so aussieht. Das geht nicht. Nein, das geht nicht. Kevin? Ja, bitte? Wir haben ein kleines Problem. Warum? Ich weiß das relativ sicher, dass sich Simon und Dana gleich auf den Weg machen werden, uns anzugreifen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die Diamanten entwendet haben. Hast du schon genügend für eine Brustplatte aus dir? Ja, hätte ich dicke, aber ich würde das nicht aufwenden dafür. Lass uns lieber unsere Diamanten verstecken, dann sollen die uns doch töten. Basti? Ja? Komm mal zu mir. Wir dürfen jetzt nicht mal alleine unterwegs sein. Kevin, direkt mal herkommen. Basti, ich bin in der Höhle, bin in ihre Höhle gefunden, wo die Farm, und hab mir alle Sachen aus den Kisten genommen. Nice. Bring zu uns. Habt ihr gerade gehört, was Mo gemacht hat? Okay, hab ihn. Mo hat gerade bei Simon alles abgezogen. Sicher? Ja. Damit bringen wir die zurück in die Steinzeit. Komm, let's go. Mo, komm, bring die Sachen rum. Die schreiben schon alle, Mo hat geklaut bei ihm im Chat. Ja, dann musst du abhauen, Es gibt Klicks, Bruder. Ist egal, ignorier's. Simon ist am Weg, schnell. Komm. Kevin, alle oben bei Kevin sammeln, kommt. Ja, wir müssen uns jetzt erstmal hochbauen, erstmal wieder. Kommt mit dem Obsidian. Kevin, ohne Witz. Wie die ausrasten. Im Chat. Die Zuschauer von Simon. Der eiserne Pack nimmt euch hops, ihr Hupensöhne. Also bei mir hat gerade einer in den Chat geschrieben, GmbH. Also mit dem kann man auch vertrauen, dass die angreifen. Also Unge hat gesagt, sie greifen jetzt an, weil sie damit nicht rechnen. Okay, die kommen, Chat hat... Kevin, komm runter, die kommen, los! Mein Chat lügen nicht, die sind irren. Ja, ich bin unten. Ey, ich sehe die sogar. Wir müssen da jetzt hin, Kevin, komm, mach dich jetzt frei. Wir können die nicht angreifen. Warum können wir nicht? Nimm deine Beine in die Hand und folgt Digga, mir. Das geht nicht gut, ich sage es dir. Wir sind erstmal unterlegen, zweitens haben wir oben den Höhenvorteil drittens, wenn wir sie angreifen, sind wir die Wichser. Das können wir nicht machen. Hör mir zu, Revi. Wie viele Gegner haben wir denn da? Guck in Discord. Balui, Dena, Earlyboy, Axel, Gomme, Colin, Unge, Zinus. Das sind 8 Leute gegen 4. Ey, die sind gerade bei den Elytra-Spawn. Die kommen. Ehrlich? Nee, sind woanders hingeflogen. Hä? Die gehen zu Spark und rüsten sich da noch mehr aus. Mit Spark, die haben Technologie von 2093. Guck mal da, die enchanten alle. Ja, lol. Ja, ey, Dena ist aber sowieso Frischfleisch, also wirklich. Schau mal, wen können wir wegklatschen? Dena easy, Balui easy. Dena kriegt noch niemanden. Gomme schwierig, wenn er mitkämpft. Ja, wir können doch nicht gegen die ganzen Server kämpfen, Alter. Ja, doch, es ist so, ich zähl dir auf. Balui, Klim, Dena, Ryol, Earlyboy, Axel, Gomme, Nordkollen, Spark, Unge, Zinus. Das sind 11 Leute. Okay, hoch zu Kevin, kommt. Los. Wartet, ey, ihr müsst bleiben, ich muss doch verzaubern. Bring dich schnell mit hoch. Und Amboss und Lapis, Amboss und Amboss. Petrit, komm jetzt. Oh, du bist so dumm, Petrit, Mann. Petrit, komm jetzt. Sie sind noch nicht da. Ich werde geschlagen von allen. Was? Ich werde von allen geschlagen, Alter. Warum ich? Nein, die fliegen alle wohl hinterher. Das Beste, Digga, okay. Beste. Okay, die müssen dann noch... Ich sterbe, die sind alle hinter mir. Hast du... Die sind alle hinter mir. Ich bin tot, Alter. Alle. Hast du Zaubertisch? Stopp. Tschüss. Stopp. Kadel kommt jetzt. Nein. Wir haben den ersten Mann verloren, okay. 5 gegen 9, Alter. Fuck! Gegen Willi, allerbeste. Oh, Junge. Das wird allen passieren, die was mit Petrit zu tun haben. Okay, das ist eine Ansage. Kevin, Digga, wie siehst du denn aus, du Tank, Digga? Tu mal den Tisch schnell hinstellen, Revi, schnell. Kadel hat den Table. Okay, die kommen. Hier. Wir beschützen dich für Zauber, du, Kevin. Das ist Mo. Einer kommt in der Goldrüstung. Das ist Mo. Der ist nackt. Wo seid ihr? Spark ist hier. Wo? Die wenn die oben gegen uns kämpfen, macht das frei, dann kann ich die runterstoßen alle. Kadel, bring die Sachen in die Kiste. Schnell noch. Earlyboy hat gar nichts. Earlyboy ist komplett nackt. Okay, ja, schnell. Wir stehen alle bereit. Wir sind voll intensiv hochwertige Menschen. Oh. Lol. Ja? Kannst du mir die Sachen geben? Der hatte nichts. Warte. Ich bin gerade mitten in denen drin und die schlagen sich alle selber. Oh nein, scheiß, bin ich unten alleine. Ich komm auch nackt. Oh mein Gott. Wie ein Schwamm, Digga. Lol.
Digga, schmieren Ey, echt viel. Es ist ich bin so ein Opfer. Da hast du jemanden getroffen, Revi? Ja, ja, klar, Headshot. Ja. Was machen die? Was machen die? Was machen die? Warte, ey, wenn die jetzt die Kiste finden, ne? Okay, wollen wir zu denen in Discord? Wollen wir zu denen in Discord? Ja, ja, das, ja. Das wird gehen. Das Los, gehen. Auf geht's. Wieder, glaube ich, bei uns. Hey, hey, hey! Was? Hey! Einfach rein! Auf einmal kommt der Feind! Wir wollen die ganze Zeit ein Gespräch führen und du kommst nicht. Und Mo haben wir auch gesagt, er soll kommen. Ich bin kein Feind, Ich bin nur ein Freund von Petret. Balui, du triffst eh nicht. Vergiss es einfach. Wenn du kein Feind bist, dann komm runter. Nein, weil wir werden gerade hier angegriffen. Ah, Petret, du bist in meinen Augen sowieso der Einzige, den ich den Kopf abschlagen will hier. Ey, wenn ihr Essen braucht, kommt zu Petret GmbH. Hier werdet ihr immer satt. Dena ist unter uns. Dena, wenn du dich hier hochwachst, bringen wir dich um. Los, wir müssen doch nur über die Brücke und dann den Burg hoch. Da ist drauf. Ja. Nur. Bevor die Lava runter. Rüber. Stopp, nicht von unten angreifen. Dann könnt, doch, von unten angreifen. Muss unten. Hallo, ich hab nix. Ihr braucht mich nicht die ganze Zeit töten. Vorsicht. Wir bauen uns durch. Wir bauen uns durch. Ja, wir nehmen nicht den Weg. Locker haben die hier TNT. Die haben TNT und die haben Lava. Seid vorsichtig. Okay. Wir haben auch TNT. Wir haben euch. Nehmt unterschiedliche Wege und baut euch alle hoch sneaken, damit sie nicht wissen, von wo wir herkommen, okay? Also wir hören euch. Wir hören euch. Alle Leute, die beim Krieg nicht mit dabei sein wollen und nicht in dieser eher ehrenlosen Position von Petrit sein wollen, geht jetzt vom Grundschiff. Sie sollten jetzt sofort gehen. Genau, geht jetzt und ihr bleibt mit eurem Leben. Sinus, wir wollen nur Petrit. Hey. Sinus, komm, ihr müsst euch sneaken. Simon. Alles gut, ich hab Wasser. Oh Gott! Balou ist low. Ey Leute, wie man da hochkommen könnte. Ich hab Raketen dabei. Mit der Rakete kann man sich boosten, wenn man. Was machst du eigentlich bei denen, du Bisser? Das kann nicht wahr sein, wieso brenne ich denn so lange? Leute, wenn ihr den Berg abbaut, bitte nur zur Höhe von der Brücke, ja? Oh, wir sind schon höher. Wenn ihr jetzt von eurem Rutsch runter... Jetzt gibt's Wasser! Dann hört ihr auch abbauen. Ach, dann hört ihr uns von. Simon, du jetzt da hoch, da hinter Simon daher. Da ist ja, wir Simon, hier, hin! Petrit kommt über uns! Wir sollten eigentlich neutraler... Nein, Lava bei uns, Lava! Nehmt euch einen Eimer. Nehmt euch einen Eimer. Und nehmt die Lava weg. Colin ist tot! Nein! Ist hier! Noch Wasser! Dreh dich um! Zurück! Ich hab Colin! Colin ist tot! In die Gang nach oben! Petrit! Habt den Petrit nicht bekommen! Scheiß Server! Wo ist der? Da ist Petrit! Balou, hier weiter! Yeah. Hey! Wo bist du? Okay, oh mein Gott, Alter. Oh, Junge! Karl, hast du noch einen Lava-Eimer? Hast du nur einen? Yeah, selbstverständlich. Jetzt verpisst euch auf Discord. Nehmen wir Patrick gefangen oder was machen wir? Karl, gib mal einen. Ich bin tot. Weg. Könnt ihr Petrit sehen? Der muss fast tot sein. Colin? Ja, danke für das Schwert. Kein Problem. Kinos, das ist richtig bereuen, ne? Wir hatten die Nahrung eingesammelt. Der wird irgendwo sein. Hier oben ist Basti. Colin, du hast nichts davon. Verpiss dich und ich bring dich nochmal um. Ich hab dich gesehen, Basti. Wir werden schon sehen. Du hast auf mich geschossen, Colin. Das ist Spark. Vorsichtig, das ist Spark. Ich stehe auf ihrer Seite. Basti, Vorsicht. Komm von da. Oh shit, ich bin tot! Baut euch hoch! Revi ist abgelenkt! Jetzt! Rein! Jetzt eine Kante! Rein, hoch! Zieht hoch! Nein, Revi! Ey, mein Schwert! Was sind da viele? Mein Schwert! Ey! Ich hab einen Hit gegeben an Gamers Time, Vorsicht! Ich hab auch einen abgegeben! Okay, wenn ihr mich angreift, dann heißt das, dass ihr kämpfen wollt! Los, geh! Ey, Revi, ich hab kein Schwert! Warte, Kadel! Kadel, nimm das Schwert! Kadel, da liegt das! Kadel, da! Hinter dir! Oh, Bruder! Was ist los? Oh, mein Gott! Nein! Alle auf Gamers Time! Kurz an Chat! Sehr still, ist sehr still. Wo seid ihr alle hin? Oh, sie kommen jetzt nach unten. Lava! Bau Lava rein! Lava! Hoch, Basti, komm zurück! Kevin, komm wieder zurück! Das bringt nichts! Trainer! Was sind das denn hier, Mann? Alter! Oh, ich bin wieder da, passt schon. Was ist das denn hier gerade ab?
Was ist das? Ja, sehr gut. Sehr gut. Die haben die Phantome gegen sich. Okay, jetzt sind Angriff rüber, Leute. Angriff, die haben die Phantome gegen sich. Aber wir ziehen uns das denn rüber. Angriff. Die haben Phantome da oben gegen sich. Das ist gut. Ja, die lassen uns aber in Ruhe. Nein, ich hab dem Phantom gesagt, die gehen jetzt auf dich. Oh Mann, Sinus, das ist nicht. Oh, Petrit ist hinter uns. Achtung, Petrit kommt von unten. Verfolgt mich. Hinter. Die Strategie von Petrit. Alle an. Ich hab leider nicht genug. Alle auf Revi. Revi hat mein Dia schwert, das wird jetzt doch holen. Jawohl. Ja! Ist Petrit tot? Nein, ihr habt überlebt, Hinterher! Nein! Nein! Ja! Oh! Es tut mir leid! Fuck, Digga! Nein, Digga! Nein! Oh Gott, Bruder! Oioioi! Das ist die falsche Richtung! Wir kommen hier schnell runter, wir kommen hier schnell runter! Yes, it's rolling! Go, go, go! Gönnt euch, was ihr fehlt! Scheiße, Mann! Aua! Wir müssen den Loot teilen! Oh nein, Mo! Lass mich! Ich dachte, wir sind nice, 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 so wie es sein soll! Ich hab dich erst runtergeschossen und danach bist du nochmal runtergefallen! Digga, du bist tot! Digga, ich hab zwei von euch platt gemacht, du seid der Maul-Däner! Du bist gestorben! Habt ihr das von ihm? Habt ihr die Sachen? Tötet doch deine eigenen Kühe! Digga, die Sachen von mir sind die Sachen von Colin! Petrit! Ja, das stimmt. Also, ich hab meine Sachen schon. Solange sie dich nicht haben, ist es kein Sieg! Ich danke euch für die ganzen Phantome auf meinem Berg! Sie wollen dich, Petrit! Ja? Gib mir mal irgendwas. Da ist Revi, da ist Revi! Ja. Hä? Wo ist er? Da oben ist Revi! Schnell hoch! Diesen kleinen Lelek, den holen wir uns. Kann ich hab deine Sachen. Also ein paar. Ja, okay, gib mal irgendwas, Bruder. Irgendwas muss los. Ja, gar nichts mehr. Das Dierschwert habt ihr eingesammelt, oder? Boah, yo, guck mal, wie die. Hier brennt alles ab, Alter. Oh mein Gott. Das sieht krank aus. Ja? Kannst du mir irgendwie was abgeben von dem ganzen Loot? Da war auch mein Loot dabei. Ja, Leute, Real Talk. Ich hab zweimal diesen Wasser-MLG hintereinander gemacht. Und dieser Scheiß-Server, Alter. Oh Mann, Alter, so schade, Alter. Ey, ich hab Gomme weggefetzt und diesen Colin, Alter, mit viel, viel schlechterem Equipment dann zweimal diesen gottverdammten Water-MLG gepackt. Oh Mann, und dann gibt's halt auf die Fresse wegen diesem scheiß Lex, Alter. Wer wohnt hier vorne, Leute? Sag mal, wer... Who live in here, though? Hallo? Die rasten komplett aus gerade. Warum? Weil du klaust. Nö, ich mach dir ein Feld kaputt. Alles Excel. Das hat Excel gebaut. Scheiße! Du hast dein Excel-Lebenswerk zerstört. Dafür musst du nochmal büßen. Also, ich war. Excel! What are you grieved? What are you grieved? Das fällt einfach nur. Das fällt alles kaputt. Der kann ja auch nicht. Der muss ja nicht. Meine schönen Krummbeere! Allein dafür hat es sich gelohnt. Der Bär und die Zwiebel. Schau mich an. Ich weiß, du hast gerade einen Schock, aber hör mir zu. Das Excel, hör mir zu. Das Wichtigste ist, dass dir nichts passiert ist, Excel. Das ganze Feld ist kaputt. So, meine Freunde, noch ganz, ganz kurze wichtige Ansage. Der Fight war auf jeden Fall ganz witzig. Schade, dass ich da durch diesen, also meiner Meinung nach, Vasenleck gestorben bin. Vielleicht habe ich den MLG aber auch einfach beim dritten Mal nicht gehittet. Who knows, ist passiert. Jedenfalls muss ich euch jetzt leider eine traurige Mitteilung machen. Ich weiß noch nicht genau, ob ich diese Woche öfter streamen werden kann, denn ich bin nämlich eingeladen worden zu etwas, nun ja, ziemlich, ziemlich krassen, so wenn ich es mal sagen darf. Und mehr kann ich leider noch nicht sagen. Ich werde wahrscheinlich nicht streamen können die Woche über, bis Sonntag einschließlich leider Gottes. Muss aber ganz ehrlich sagen, Leute, dass ich versuchen werde, mit meinem Laptop tatsächlich Folgen von Craft Attack aus dem Hotel aus aufzunehmen. Vielen, vielen Dank und wir sehen uns dann sehr, sehr bald, wahrscheinlich direkt im Fernsehen. Dankeschön.